Willkommen zu dem Video, ich bin Eva und in dem Video erzähle ich einfach was über ein super wichtiges Thema, weil vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass es so Videos auf YouTube gibt, auch im englischsprachigen Bereich, wo es einfach so ist, dieser sterbende Veganer oder dieser essgestörte Rohköstler oder so, wo eben so Ausschnitte von gewissen Personen gezeigt werden, die sich rohköstlich oder vegan ernähren und die halt manche von ihnen eine Essstörung haben oder eine mentale Störung oder so haben oder ja auch einfach normal sind, aber vielleicht jetzt nicht dieses Supermodel sind. Und und darüber will ich einfach reden, weil ich glaube, dass vor allem Leute, die sich nicht mit Rohkost auskennen oder mit veganer Ernährung auskennen, dass sie dann falsches Bild eben davon bekommen. Und das ist ja definitiv die Leute missrepräsentiert, die sich vegan oder auch rohköstlich ernähren. Und darüber will ich ein bisschen reden. Und zwar, der erste Punkt, den ich ansprechen will, ist Essstörung im Allgemeinen. Rohkost bedeutet nicht Essstörung. Vegane Ernährung bedeutet nicht Essstörung. Essstörung ist was, das hat mit Essen zu tun. Also ein Part ist natürlich Essen, aber es ist auch eine mentale Störung oder eine mentale Erkrankung. Es ist eigentlich eine Erkrankung. Und da hängt so viel zusammen. Und das ist nicht nur, dass es nur das Essen wäre. Also da hängt auch wirklich viel Mentales zusammen und das muss man natürlich durch Therapie behandeln etc. Und das ist natürlich auch eine super, super schlimme Erkrankung. Und vor allem in der Rohkost-Szene glaube ich schon, dass es verhältnismäßig eventuell mehr Leute gibt, die eine Essstörung haben. Warum? Weil es aus meiner Meinung einfach so ist, dass sich vor allem die Leute, die gestörtes Essverhalten haben, sich mehr mit Essen auseinandersetzen, verschiedene Diäten ausprobieren und einfach mehr suchen. Und dann natürlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie die Rohkosternährung finden, als jetzt jemand, der sich nie mit Essen auseinandersetzt, dem es eigentlich komplett egal ist, was er isst. Der wird natürlich auch die Rohkosternährung jetzt nicht so finden, weil einfach dieses Interesse nicht da ist. Deswegen stimmt schon, dass ich glaube, bei der Rohkosternährung Leute da sind, die vielleicht diesen perfektionistischen Gedanken haben oder diesen Gedanken haben von Restriktion. Das stimmt. Aber man muss trotzdem unterscheiden, dass eine Rohkosternährung nicht automatisch zu einer essgestörten Ernährung führt. Vor allem denke ich, dass wenn man es richtig macht und sich dann nicht mit perfektionistischen Gedanken irgendwie aufhält, dass es definitiv super befreiend sein kann, weil man kann so viel mehr essen, man fühlt sich gut, man hat mehr Energie. Also wenn man es richtig macht, ist es einfach keine Essstörung. Das gleiche mit der veganen Ernährung. Es bedeutet auch nicht, dass vegan automatisch eine Essstörung ist. Das gleiche mit mentalen Erkrankungen. Wenn jemand mentale Erkrankungen hat, wie zum Beispiel Depressionen etc., dann heißt es nicht, dass nur weil man sich vegan oder rohköstlich ernährt, das automatisch zu einer mentalen Erkrankung führt, weil im Endeffekt, Essen ist ein großer Teil, aber es bleibt dennoch nur ein Teil vom Leben. Das heißt, wenn zum Beispiel du Trauma hast in deinen Beziehungen, wenn Beziehungen kaputt gehen, wenn dein Job kaputt geht, dann kann es dich natürlich auch aus der Bahn schmeißen, auch wenn es überhaupt nichts mit der Ernährung zu tun hat. Und da ist es wichtig, dieses Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen wegzutun, dass Rohkost, essgestört, das stimmt natürlich nicht und da ist ich ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, das ist ganz wichtig. Aber nichtsdestotrotz stimmt es, dass manche Leute in der Rohkost-Szene vor allem oder teilweise auch in der veganen Szene, die haben einfach eine Essstörung und die geben halt trotzdem Ratschläge und das ist natürlich nicht das Beste. Also da muss man immer schauen, wie man die Ratschläge annimmt. Der nächste Punkt ist, dass ich finde, dass manche von den Videos oder eigentlich alle Videos, die gemacht werden, wo eben dieser sterbende Veganer irgendwie gezeigt wird, das ist ein bisschen respektlos ist, vor allem weil man muss ja nicht wie dieses Supermodel aussehen, nur weil man sich rohköstlich ernährt. Also zum Beispiel, ich bin ja auch, manche finden mich hübsch, manche finden mich nicht hübsch und das ist ja auch völlig okay, weil Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters und nur weil man sich rohköstlich ernährt, heißt es ja nicht, dass man wunderhübsch wird oder dass sich die Knochenstruktur ändert oder man Nasenveränderung bekommt. Du hast dann einfach bessere Haut und fühlst dich besser und hast ja eine bessere Gesundheit einfach. Aber dass du ja dich komplett veränderst, das ist natürlich nicht der Fall. Und das muss man auch respektieren, dass man da nicht eine komplette Veränderung bekommt, wenn man rohköstlich sich ernährt. Nächster Punkt, über den ich reden will, ist, dass
Das ist ja, das ist nur ein schmaler oder ein kleiner Ausschnitt sind, also diese Videos, die da gezeigt werden. Wenn ich zum Beispiel ein Video machen würde von mir 24 Stunden lang, dann gäbe es sicherlich Momente, wo ich komplett müde wäre, wo ich komplett energielos wäre, weil es einfach spät ist, oder Augenringe hätte, weil ich gerade aufgestanden bin oder so. Und dann gäbe es auch Momente, wo ich energetisch wirke oder so, weil ich halt einfach happy bin oder keine Ahnung, irgendwas Cooles gerade passiert ist. Also, dass man da diese Snippets, also diese kleinen Ausschnitte von dem ganzen Tag nicht repräsentativ sieht für den generellen Zustand. Also wenn zum Beispiel ich jetzt ein Foto habe, wo ich müde aussehe, weil zum Beispiel das Licht dunkel ist und ich müde bin, heißt es das nicht, dass ich komplett den ganzen Tag über energielos bin oder so. Sondern da muss man halt einfach ja, ein bisschen weiterdenken. Der nächste Punkt, den ich ansprechen will, ist, dass ja, dass es definitiv Leute gibt, die gerade erst zu Rukas gekommen sind, die auch in diesem Video gezeigt werden, die eigentlich nicht so viel Ahnung haben von dem Rukas-Lebensstil und die halt dann zum Beispiel in dieser Detox-Mentalität gefangen sind, also dass sie ständig fasten wollen und ständig entgiften wollen. Und natürlich, Fasten und Entgiften hat einen Platz im Leben, aber man muss es nicht übertreiben und die Leute, die das propagieren, übertreiben halt einfach damit. Was natürlich auch schädlich sein kann. Aber das bedeutet nicht, dass man, wenn man Rohkost macht oder wenn man vegan sich ernährt oder obstbasiert sich ernährt, dass man dann diese Schiene rücken muss. Also man muss nicht ständig Detox machen. Das muss man einfach nicht. Man kann sich auch ja, gesund ernähren einfach. Und man kann halt auch einfach Spaß am Leben haben, ungeachtet jetzt, dass man sich rohköstlich ernährt. Der nächste Punkt ist auch, dass in den Videos so Leute gezeigt werden, die sich nicht mehr um sich selber kümmern, die zum Beispiel gelbe Zähne haben oder kompletten, ja, ein Aussehen haben wie so jemand, der halt in den Wäldern lebt und sich nicht mehr so um sich kümmert. Und nur weil du rohköstlich ernährst, heißt es nicht, dass du automatisch ein Hippie werden musst, der in der Höhle lebt. Klar kann man das machen und da ist es auch nicht zu verurteilen, aber du musst es auch nicht. Es gibt so viele Leute, die ich treffe, die sich obstbasiert ernähren, vegan oder rohköstlich ernähren, die normale Menschen sind, die einen normalen Job haben, die eine Familie haben. Du bleibst auch die Person, die du davor bist, bestehen. Also wenn du dich generell für Kinder interessierst, du bist Kindergärtnerin, dann wirst du nur, weil du dich rohköstlich ernährst, jetzt nicht auf einmal anfangen, BMW-Chef zu werden in einer großen Firma, wenn dich das davor nie interessiert hat. So. Also du bleibst schon die Person, die du vorher bist und man muss auch nicht, es bedeutet auch nicht, dass Rohkost bedeutet, dass du ein Hippie bist, der dann in den Wäldern lebt. Das ist natürlich nicht der Fall. Es hat natürlich schon eine Veränderung, wenn man seine Ernährung verändert, aber man bleibt auch die gleiche Person, die man vorher ist. Und ganz wichtig, es ist natürlich wichtig, auch wenn man sich rohköstlich ernährt, dass man seine Zähne putzt. Aber ja, ich hoffe, das wissen wir alles. Und im Endeffekt, ja, es ist einfach so, dass diese Videos nicht repräsentativ sind, weil es gibt so viele Leute, die sich vegan ernähren oder obstbasiert ernähren, die das richtig toll finden, denen es Spaß macht, die ja eine gute Erfahrung damit haben. Natürlich muss man sich schon damit auseinandersetzen, man muss die Ratschläge von den richtigen Personen erhalten, aber es ist dennoch eine super coole, ja, Lebensform, einfach sich zu ernähren und zu leben. Und ja, deswegen finde ich es einfach wichtig, wenn man auch so Sätze hört wie Veganer ist krank oder keine Ahnung, Rohkost ist essgestört oder so, dass man da dieses Schwarz-Weiß-Denken einfach mal überfragt und sich da ein bisschen mehr Gedanken damit macht. Genau, also das Video wollte ich einfach nur machen, weil es definitiv Leute gibt, die in dieses Schwarz-Weiß-Denken fallen, eben weil sie sich noch nie mit diesem Thema wirklich mehr auseinandergesetzt haben. Und ja, und wollte da einfach ein bisschen Vorurteile lösen. Und das war es auch schon zu diesem Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ähnliche Erfahrungen habt etc., dann schreibt sie in die Kommentare. Mich würde es voll interessieren. Und wenn ihr, ja, meine Website auschecken wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ich habe schon Rezept-E-Books erstellt. Und ja, und das war es eigentlich von mir. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare und liked dieses Video und wir sehen uns im nächsten Video und viele, viele Grüße. Ciao, ciao.